wollen. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren heute, ja, wie die Weichen für Bayern in der Zukunft gestellt werden sollen, weil uns wohl eine McKinsey-Studie wieder mal aufgescheucht hat. Und es ist bezeichnend, dass jeder das rausliest, was er hören will, und jeder fühlt sich durch diese Studie in seiner Richtung bestätigt. Ich glaube, wir sollten auch hinterfragen, ja, was diese Leute in der Vergangenheit schon von sich gegeben haben. Und ich erinnere hier an die Aussage, wir müssen Bayern metropolisieren, wir müssen Leuchttürme aufbauen. Und jeder Euro, der in der Großstadt investiert worden ist, das ist der richtige Euro, und das Land gibt es quasi nicht mehr. Meine Damen und Herren, und heute drehen wir das Rad zurück, heute verlagern wir die Behörden wieder aufs Land, die wir vor 20 Jahren vielleicht aufgrund dieser Studie in die Städte verlagert haben. Das heißt also, wir sollten uns nicht nur von Gutachtern, ob bezahlt oder nicht, ja, die Politik definieren lassen, sondern wir sollten endlich dort ansetzen, was der Herr Ministerpräsident uns vor einiger Zeit ja angeboten hat, zu wichtigen Fragen auch mal partei- und fraktionsübergreifend, ja, Informationen auszutauschen. Ich würde das gerne mal wieder einfordern. Nutze meine Zeit aber jetzt dazu, trotzdem die Schwerpunktthemen zu definieren. Und wenn wir von Stadt-Land-Thematik reden, meine Damen und Herren, dann ist es schon, wenn eine Zahl im Raum steht, bis 2030 1,7 Millionen Einwohner in München, dann müssen wir hierauf vorbereitet sein, dann müssen wir hierfür gewappnet sein. Und ich glaube, dass wir dann auch feststellen müssen, wir werden genauso im Bayerischen Wald das schnelle Internet benötigen, wie wir in der Stadt München einen neuen Konzertsaal benötigen. Das heißt also, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich will hier nicht Staat gegen Land ausspielen, sondern sagen, wir müssen beides gemeinsam weiterentwickeln. Das können wir nur, wenn wir genügend Geld erwirtschaften, um das auch bezahlen zu können. Und jetzt, glaube ich, kommen wir zu dem kritischen und springenden Punkt in der Politik. Es ist wie beim Aktienkaufen. Wir müssen jetzt auf die Zukunftsfelder setzen und hoffen, dass wir die richtigen erwischen. Das war vor 20 Jahren vielleicht nicht so, wo man gesagt hat, wir verkaufen die Energiepolitik und die Energieversorgung, weil dort ist kein Geld mehr zu verdienen, und kaufen dafür eine Kärntner Landesbank. Da hat man ja das Geld ausgegeben für Dinge, die uns heute noch Geld kosten, und hat Wertschöpfungspotenziale aus der Hand gegeben, weil man eben damals die Situation falsch eingeschätzt hat. Und niemand bewahrt uns davor, dass wir heute wieder eine Situation falsch einschätzen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir keinen großen Fehler machen, wenn wir die Informationstechnik ganz groß vorne hinstellen. Ohne schnelles Internet in Stadt und Land werden wir viele Aufgaben in der Vergangenheit nicht lösen können. Und da sage ich, genauso wie wir es die letzten 20 Jahre geschafft haben, jeden Einödhof Bayerns mit einem Abwasserkanal anzubinden, so müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir es nicht schaffen würden, die nächsten Jahre auch jeden Einödhof Bayerns mit einem Glasfaserkabel anzuschließen. Also wenn wir Kanäle legen können, können wir Glasfaserkabel legen. Das ist wichtig, um vieles zu steuern, bis hin zur smarten Energiesteuerung, dann Strom dann zuzuschalten, wenn er billig ist, und so weiter. Also darauf pochen wir, da drängen wir drauf, bleiben wir dran, Glasfaser in jeden Haushalt. Nächster Punkt. Ich glaube, dass das Thema regionale Energiewende als Gelddruckmaschine der Zukunft auch nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, wenn wir wissen, dass für jeden Einwohner jährlich ein Tausender die Landkreisgrenzen verlässt. Das heißt, der durchschnittliche Landkreis verliert jährlich 100 Millionen aufwärts für Energieimporte. Also können wir quasi nicht viel falsch machen, wenn wir möglichst viel vor Ort selber erzeugen. Ob das Photovoltaik, Biomasse, Hackschnitzel oder dergleichen ist, anstatt Öl aus Krisengebieten, diese Energie selber vor Ort zu erzeugen, dann hat der Handwerker die Arbeit vor Ort, dann haben wir eine gewisse Unabhängigkeit, also auch regionalisierte Energiepolitik, ganz großes Thema für uns Freie Wähler. Und schließlich, meine Damen und Herren, Bildungspolitik.
Ich glaube, es schadet nie, wenn man Bürger hat, die gut ausgebildet sind, wenn wir hier wirklich noch nachlegen. Und da werden wir uns in den nächsten Jahren auch dem frühkindlichen Bereich noch zuwenden müssen. Wenn wir in München Preise haben für eine Kinderbetreuungseinrichtung von 1.000 Euro im Monat für einen Krippenplatz und kriegen wir trotzdem keinen Platz, weil er 25-fach überbucht ist, dann müssen wir dort ansetzen und dann können wir auch Eltern mit dieser Kostenlawine nicht allein lassen, sonst kriegen die keine Kinder mehr, weil sie es schlichtweg nicht mehr leisten können. Also auch dort müssen wir ansetzen. Bildung muss hier bis in den frühkindlichen Bereich hinein ja mittelfristig erschwinglicher werden und Kinder kriegen ja darf kein Armutsrisiko sein. Also diese Themenfelder wollen wir ganz vorne hinstellen und zum Schluss noch einen Satz. Wir müssen uns auch vor Fehlern hüten, wie damals der Kauf der Landesbank. So sehe ich jetzt ein gewisses Gefahrenpotenzial in einem Freihandelsabkommen, das nicht ordentlich ausgehandelt ist, dass wir uns dort Verbraucherschutzstandards kaputt machen, dass wir uns dort Risiken ins Haus holen, die uns wehtun. Also vielleicht können wir den einen oder anderen BMW mehr exportieren, das wollen wir alle, aber wenn wir im Gegenzug Hormon- und Genfleisch kriegen, dann ist das ein schlechter Handel. Ich bin überzeugt, wir müssen das Niveau der bayerischen Landwirtschaft, auch des bayerischen Verbraucherschutzes halten. Um mit dem Zitat von Herrn Brunner zu schließen, Bayern als Feinkostladen Europas und nicht, dass wir am Ende alles bei uns aufs Teller kriegen, was die Amerikaner selber nicht mehr essen wollen. In diesem Sinne, für ein zukunftsfähiges Bayern gemeinsam nicht unbedingt auf McKinsey hören, sondern auf den Sachverstand, der hier im Haus sitzt. Dankeschön.